Mann hier, die eine Hälfte der Bodydonner Sip. Und hier sehen wir gleich, was ihr heute noch erwartet. Ja, Diesels Debüt, wir haben es angesprochen. Unter anderem gegen Aldo Montoya natürlich. Jake the Snake Roberts gegen Salvatore. Sind Sie ein Interview mit Sunny? Und nach allem, was man hört, führt Kevin Kelly dieses Interview und ist ganz hingerissen von ihr. Und am Anfang haben wir es gesehen, der neue World Wrestling Federation Intercontinental Champion Wildman Mark Merrow gegen Leaf Cassidy, die eine Hälfte der New Rockers. Ja, und der Gegner von Zip ist Stone Cold Steve Austin. Ja, und das kennen Sie natürlich schon, World Wrestling Federation im DSF-Text. Das Ganze findet sich auf Seite 572. Ein paar zusätzliche Informationen und natürlich auch immer der Ausblick auf die jeweilig aktuellste Sendung. So, Stone Cold Steve Austin hat sich mit den Fans angelegt und jetzt muss er sich mit Zip anlegen. Und Zip ja ein sehr, sehr erfahrener Mann. Bin mal gespannt, ob er Stone Cold Steve Austin alles abverlangt, was ein Austin zu zeigen imstande ist. Und das ist eine ganze Menge. Ja, ziemlich viel beschäftigt, Stone Cold. Am Mittwoch haben wir ihn gesehen gegen Jake Roberts. Dann hat er ja noch die Herausforderung oder die Forderung von Bret Hart am Bein. Oder er fordert Bret Hart heraus, wie auch immer. Das wäre dann natürlich ein ganz großer Brocken. Und er möchte endlich mal ein paar Titel sich holen. Ja, also den Titel des King of the Ring, den hat er ja schon. Aber er möchte natürlich auch mal ein paar Gürtel jetzt endlich haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass für ihn momentan der Intercontinental Champion Gürtel wohl der ist, der am ehesten in Frage kommt. Als Vorbereitung dann wahrscheinlich auch auf den Champion-Titel, zumindest mal ein Champion-Titel-Match. Aber das ist noch Zukunftsmusik, wir müssen jetzt erstmal abwarten. Hier sehen wir ein sehr solides Ringer-Wrestler-Duell, kann man eigentlich sagen. Ja, Steve Austin, ja, ein sehr, sehr kräftiger, auch von der Statur her, dem Ringen, ringsportsicher, zugeneigter Typ. Und Zip sowieso, das ist klar, klein, kompakt, wendig. Und das sieht man eigentlich immer wieder, er hat eine Ringerausbildung durchgemacht. Ja, und er ist auch, wie gesagt, schon lange dabei. Das heißt also, er noch ein Wrestler der alten Schule. Da weicht er aus und rollt natürlich dann sofort Stone Cold Steve Austin ein. Aber der kann sich befreien, harter Tritt von Austin. Also ein Match, in dem wirklich der kleinste Vorteil genutzt wird. Hier hat Zip schon wieder Austin überrascht. Der hält sich am Seil fest und verpasst seinem Gegner einen Elbow. Also es geht ordentlich zu hier. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes, sehr schnelles Match. Ja, die Fans brüllen schon Hitman, Hitman. Also sie hoffen natürlich auch auf das Match zwischen den beiden. Ja, wer nicht? Das würde ja dann auch heißen, dass Bret Hart zurückkommt. Flying Elbow, sehr, sehr schön gemacht von Steve Austin. Und hier wieder dieser Hinweis, das Hinweisschild oder Monument auf das nächste in ihr Haus, lebendig begraben. Ja, vielleicht wird das dann ja auch auf den Sarg oder auf die Grube gestellt, in der dann einer der beiden, nämlich Mankind oder der Undertaker, liegen. Also auch, wie gesagt, die Höhepunkte werden Sie natürlich in den Superstars sehen. Wir haben ja heute auch die beiden Slam Jams dabei mit Kevin Kelly. Und wir werden da mit Sicherheit noch einiges erfahren und natürlich auch noch Superstars hören. Ah, da rollt doch Zip Stone Cold Steve Austin ein, kann ihn aber nicht besiegen, fängt sich zum Dank einen Clothesline ein. Ja, sehr, sehr überraschende Aktionen immer von Zip. Daraus bezieht er momentan ja seine Vorteile, dass er Steve Austin immer wieder überrascht. Kann ihn dann aber doch nicht lang genug am Boden halten. Sollte vielleicht doch mal ein, zwei Aktionen bieten, die Steve Austin dann auch schwächen. So wie ja, hier zum Beispiel. Schöner Tritt, noch einer hinterher. Jetzt versucht es Zip mit Kraft, aber er handelt sich einen Gesichtskratzer ein. Und das schmerzt natürlich. Und Austin kann sich gleich wieder den Vorteil sichern. Und der Ansatz zum Vertical oder Back Suplex. Jawohl, Back Suplex wird's. Auch zum Vertical hätte er die Kraft natürlich. Motorsport. Ich deutlich sagen, er beherrscht Zip in dieser Phase ziemlich klar, aber Zip hat eine ganze Menge Durchsetzungsvermögen und auch Durchhaltevermögen. Hier konnte er mit einem wunderschönen Chinbreaker, wunderbar gemacht, eine Version, wenn man so will, des Stone Cold Stunner. Ganz genau, mit den eigenen Waffen geschlagen kann man noch nicht sagen, aber zumindest mal überrascht.
und zwar ziemlich kräftig. Whip-In geht sofort nach, aber Steve Austin auf Höhe des Matches zieht da kann sofort man, die Beine an. Da kann man Sipp noch nicht mal einen Vorwurf machen. Er ist sofort hinterhergestürmt, aber Stone Cold war einfach schneller und daran zeigt sich halt eben wieder, was für ein hervorragender Wrestler er ist. Jetzt sein Stone Cold Stunner, ist das der Sieg? Jawohl! Ah, das war wirklich ein tolles Match und Stone Cold Steve Austin, meiner Meinung nach, hatte 50% dieses Matches. Sipp die anderen 50. Ein tolles Eröffnungsmatch. Und ja, wir machen gleich weiter, würde ich sagen, mit dem nächsten Match. Na, erst noch die Zeitlupe. Genau. Da sieht man den Unterschied. Er macht es mit der Schulter, diesen Chinbreaker. Also das ist dann der Stone Cold Stunner. Während bei Sipp haben wir es ja zuvor gesehen. Ja, liebe Fans, und da kommt schon gleich die Nummer der Inside, während natürlich Salvatore Sinks hier wieder einmal seine Fans begrüßt, Fans in Anführungsstrichen. Und Sie sehen, die Inside gibt es in Deutschland unter der 090 9022. Hier die Nummer für Österreich. Und zu guter Letzt die Nummer für die Schweiz. From the bottom of my heart. Ja, wer nimmt ihm ab seine Worte, diesem Salvatore Sincere? Ich liebe euch von ganzem Herzen und das meine ich ernst. Oh Mann, der Typ trieft ja vor Schleimigkeit. So, ist alles Schreibzeug bereit? Hier die Daten für Kanada und die USA. Da gibt es so eine Tour an der Grenze entlang, könnte man sagen. Im November, also wer da Urlaub macht, hier sind die dazugehörigen Daten. Ja, und das sind jetzt auch dann alle Daten für den November. Sie werden dann sehen, dass es dort auch einen, wie sagt man so schön, Break gibt. Der zweite Teil der Daten kommt nachher. Dort ist dann auch Survivor Series und Monday Night Raw mit dabei. Und wie gesagt, liebe Fans, das sind alle Daten für den November. Gleich im Überblick, damit Sie planen können, falls Sie im November rüberjetten. Wie war das? Eines der drei dünnsten Bücher der Welt war doch irgendwie Heldensagen der Italiener. Don Salvatore hier schon sehr, sehr geschreckt auf den Sack mit der Schlange geblickt hat. Also der mutigsten einer scheint er nicht zu sein. Sollen wir mal sagen, was Schlange auf Italienisch heißt? Oh, da verpasst er Jake Roberts gleich mal den Bruderkuss auf beide Backen. Und ich glaube, er hat diesen Jake Roberts noch nicht ausreichend studiert, dieser neue Mann. Und oh, da wäre Jake Roberts sogar fast auf Ringrichter Tim White losgegangen. Das sollte er besser lassen, denn mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Der disqualifiziert einen. Der ist sehr schnell zur Sache. Oh, da wollte das relativ schnell beenden oder eigentlich sehr schnell beenden, das Ganze. Schon der Ansatz zum DDT von Jake Roberts. Aber das hat Salvatore Sincere inzwischen auch mitgekriegt. Da muss man sich vorsehen. Ist sehr, sehr schnell in den Seilen. Und er macht gleich weiter. Jake Roberts. Er ist ein Mann, der es jetzt ruhig angehen lässt. Er ist ein Mann, der auf seine Chance lauert. Ganz methodisch, wie eine Schlange eigentlich. Liegt im Gras oder auf dem Baum, kann Stunden oder auch tagelang warten, bis dann mal irgendetwas Essbares vorbeikommt. Und dann wird zugebissen mit einer Schnelligkeit, der niemand gewachsen ist. Und das Gleiche gilt eins auch für diesen zweibeinigen Jake the Snake Roberts. Ja, führt er hier ganz deutlich vor. Wartet, bis Salvatore in der richtigen Position ist. Wieder der Ansatz zum DDT, aber da rutscht er ihm wieder durch. Das muss ja sehr, sehr schnell gehen, beziehungsweise der Gegner muss so geschwächt sein, dass er sich da schon nicht mehr aus dem Griff befreien kann, denn dann ist es in der Regel eigentlich vorbei. Ja, und Salvatore Sincere, wo sollte ja schon einmal gleich zu Beginn des Matches in den Geschmack des DDT kommen. Und da muss man natürlich dann sehr schnell sein, wie du sagst, weil da ist natürlich Salvatore Sincere noch alles andere aus ausgepumpt. Ja, und auch er nutzt den Augenblick, in dem Jake Roberts wieder in den Ring zurückkommt, zu seinem Angriff. Der Rückenkratzer, na gut, da kommt jetzt wieder das Spielchen, das du vorhin angekündigt hast. Da wartet jetzt Jake Roberts ab. Ja, das würde vielleicht wehtun, dieser Rückenkratzer, wenn Jake Roberts zu den Wrestlern gehören würde, die auf die Sonnenbank gehen und ein bisschen zu lang auf der Sonnenbank gelegen hätte und einen kleinen Sonnenbrand hätte. Aber wie wir alle sehen, tut er das nicht. Also keine Wirkung. Ja, Wirkung eher hier bei diesem Schlag in die Magengegend. Grapevine Takedown, schön gemacht von Salvatore. Aber das Cover alles andere als vorbildlich. Deshalb auch nicht von Erfolg gekrönt. Das ist gar keine Frage, dass dieser Salvatore Sincere ein wirklich
talentierter Mann ist. Er hat es ja auch schon mit einigen wirklich Großen hier in der World Wrestling Federation zu tun gehabt. Der schwerste Gegner mit Sicherheit, der Undertaker. Und da hat er sich dann auch eine klare Tombstone-Niederlage einkassiert und da ein Chinbreaker. Ja, dass das wehtut, das kann ich mir vorstellen, auch wenn ich selbst noch nicht gewrestelt habe. Ja, man sieht es auch vom Zuschauen schon. Mich wundert nur, dass Jake Roberts da nichts dagegen machen konnte. Das hat doch relativ lange gedauert. Also scheint jetzt doch schon ziemlich geschwächt zu sein. Ja, ich glaube, er hat noch ein bisschen Konditionsprobleme nach dem harten Match gegen Austin. Gerade mal 2 Tage vorher. Und ja, Salvatore Sincere versucht natürlich diese Chance zu nutzen. Denn jeder Sieg gegen einen absoluten Top-Superstar, und zu denen zählt natürlich Jake ohne Zweifel, ist natürlich schon eine ganz tolle Sache. Wunderschöner Springboard-Elbow hier, den wir da gesehen haben. Ja, hat da das Zeichen gemacht, er will das Ganze beenden. Drängt dann Jake Roberts in Seil. Ja, er hat jetzt Mühe, auf die Beine zu kommen. Und auf die kurzen Rippen noch ein Schlag. Offensichtlich hier mit der Faust. Also man sieht nicht, ob er sie noch aufmacht. Also ich glaube, dass Salvatore Sincere sich das Match von Jake Roberts gegen Stone Cold angeschaut hat. Denn er weiß, dass Jake Roberts eben, wie gesagt, Probleme hatte mit der Rippenpartie. Und jetzt gibt es noch einen Biss. Also er nutzt wirklich jedes erlaubte und unerlaubte Mittel, um zum Erfolg zu kommen. Schlägt kräftig zu, kratzt, Schulter, alles setzt da ein. Das sind natürlich alles genau die Aktionen, die einem die Luft rauben. Und dann vor allem Jake Roberts, der im Rippenbereich doch relativ empfindlich ist. Und da muss man dann 2-, 3-mal durchatmen, aber die Zeit gibt ihm Salvatore Sincere eben nicht. Ja, jeder Mensch hat so seine Schwachpunkte. Bei dir zum Beispiel ist es der Hirnbereich, der da etwas unterentwickelt ist. Sagt mal, hört mal. So, wo hört man das? Deine Freunde haben mir das erzählt, aber was soll's? Was soll's? Mir sagt man immer, da kann nicht viel passieren, da ist nicht viel da. Ja, genau. Warum kann Günther keine Gehirnerschütterung kriegen? Wo nicht ist, kann nichts erschüttern. Aber gut, lassen wir das jetzt mal. Immer diese Animositäten, zu denen du mich da treibst, Günther. Das gefällt mir gar nicht. Konzentrieren wir uns lieber auf das Match. Nein, mit dir rede ich jetzt nicht mehr so. Ja, brauchst du ja nicht. Brauchst du mit den Fans nur zu reden. Ach so, na gut. Also, bitte verlasse die Kabine. Ich spreche jetzt mit meinen Fans. Whip-in von Salvatore. Und da kann er sich wegdrehen. Jake Roberts, ja, das tut weh an der Schulter. Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, Salvatore Sincere hat jetzt ebenfalls einen Nachteil, den Jake natürlich sofort ausnutzen will. Zum kurzen Clothesline. Schön gemacht von ihm. Und da soll natürlich gleich der DDT folgen. Ja, das ist normalerweise seine große Stärke, seine Reihenfolge. Bereitet sich vor, das Zeichen von den Fans begeistert aufgenommen. Jetzt hat er ihn im Griff und er zieht ihn nach unten. Da kommt er nicht mehr raus. Salvatore Sincere. Ja, Jake Roberts lacht schon. Er weiß, dieses Match hat er gewonnen. 1, 2, 3, jawohl. Ein weiterer Sieg für Jake the Snake Roberts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Hochachtung vor diesem Mann, der wirklich in diesem Alter und doch mit Konditionsproblemen immer noch und immer wieder Siege erringt. So, da sehen wir das Ganze noch einmal in der Zeitlupenwiederholung. Jetzt, ja, das wollte ich eigentlich sehen. Ah, du wolltest noch mal schnell Revelation sehen. Und da ist sie auch schon, die Albino Python. Eine ganz seltene Schlange, eine schöne Schlange und ein schöner Sieg für die zweibeinige Schlange und den Meister. Denke ich, schließen wir uns auch im Namen aller Fans, wenn wir die Zuschriften mal durchlesen, vorbehaltlos an. Wir waren ja wirklich sehr, sehr froh, dass es dann doch nicht Faruk geschafft hat. Ich muss an dieser Stelle noch mal eins loswerden, weil du gerade die Leserbriefe, was sage ich Leserbriefe, die Zuschauerbriefe natürlich erwähnst. Ein Fan, ich habe jetzt leider, lieber Fan, den Namen vergessen. Es war auf jeden Fall jemand aus Österreich.
hat das Rätsel um das Zeichen, so glaube ich zumindest, von Of Mankinds Rücken gelöst. Also das Zeichen an sich, dieser Strich mit dem Kreis obendran, ist ein uraltes Zeichen für Leben aus irgendeiner anderen Kultur. Und ja, das Kreuz ist wohl dann Leben durchgestrichen, heißt so viel wie Tod, könnte ich mir vorstellen. Irgendwie so etwas, Verderben, was auch immer. Ich möchte mich auf jeden Fall, auch im Namen von Günther, an dieser Stelle für diese wirklich detektivische Meisterleistung mal ganz herzlich bedanken. Und ja, das bringt uns natürlich weiter, dass auf der Entschlüsselung, auf dem Weg zur Entschlüsselung dieses Symbols, vielleicht auch des Mannes. Ich hoffe es, denn ganz ist das Rätsel immer noch nicht gelöst. Paul Bearer spielt damit, Goldust ist auch nicht ganz ohne in dieser, oder bei dieser Person. Wir bleiben dran, aber jetzt denke ich, sollten wir zu Wildman, dem Intercontinental Champion, kommen. Das sollten wir wirklich, denn er zeigte gerade eine Oklahoma Side Roll. Die hat auch nicht jeder drauf, muss man sagen. Und Leaf Cassidy muss sich warm anziehen, denn natürlich reitet der Wildman momentan auf einer Welle der Sympathie und natürlich des Erfolgs auch. Setzt den Full Nelson an, aber Leaf Cassidy kontert mit der gleichen Aktion. Und was passiert jetzt? Ja, Schubkarren haben wir das früher genannt. Ja, ein Helikopter. Ja, und dann die Kopfschere, also drei Konter im Prinzip. Immer einer wollte ansetzen. Da ist natürlich auch der Tag-Team-Partner der New and Improved Rockers, Marty Jannetty, mit dabei. Ja, und Wildman Mark Merrow hier doch mit einer schlecht getimten Aktion. Und er wird jetzt natürlich bearbeitet von Leaf Cassidy, ist ganz klar. Ja, Sable, sie hat sich natürlich gegen Sunny eingemischt im Match gegen Farouk. Also hat man das Gefühl, dass sie tatsächlich etwas körperlicher werden will. Und da sehen wir ihn. Farouk, wie aufs Kommando. Ja, sagt er, du hast nur gewonnen, weil du den Ziegelstein dabei hattest. Na gut, den hat ja Sunny mitgebracht. Und wenn ich dich wieder sehe im Ring, eben bei In Your House, dann gibt es nur einen Sieger und du wirst dich schon mal darauf gefasst machen müssen, dass du den Titel abgibst. Ja, und er sagte dann am Schluss noch, du wirst dich damit abfinden müssen, dass du gegen eine ganze Steinmauer läufst. Also es wird mit Sicherheit keine leichte Aufgabe für Mark Merrow, das ist gar keine Frage. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Titel bei In Your House schon wieder wechseln könnte. Also so ausgeglichen waren die Matches selten. Also das Cover bringt noch nichts. Ein Wort, glaube ich, sollten wir noch über den Roadie, so wie wir ihn ja kennen, verlieren. Oder auch den wahren Double J. Nächste Woche also gibt es das Interview. Da bin ich mal wirklich gespannt, was ihn denn zu dieser Aktion getrieben hat. Ob es wirklich nur ein Freundschaftsdienst war oder ob Geld mitgespielt hat. Also nächste Woche gibt es da die Aufklärung. Was ich gehört habe, ist, dass offenbar der Roadie auch ins Studio gegangen ist zu Jim Johnston, dem Komponisten der World Wrestling Federation, und mit ihm zusammen eine Solo-Akustik-Performance von With My Baby Tonight geben wird, zumindest teilweise. Ja, und wir haben ihn ja auch schon als Wrestler in Aktion gesehen. Ein schillernder Bursche. Ich bin froh, dass er hier in der World Wrestling Federation wieder ist. Und jetzt, Günther, endlich die Anerkennung bekommt, die er eigentlich schon lange verdient hat und die ihm Double J vielleicht, wer weiß, abgekauft hat. Wildman haben wir hier, der ja das Turnier gewonnen hat. Das nötig wurde doch Ahmeds ausscheiden und von ihm gibt es auch Nachrichten. Er wird sehr wahrscheinlich im Januar wieder eingreifen können. Das nur die, denke ich, doch sehr positive Nachricht für alle Ahmed Johnson. Ich hoffe, dass das auch wirklich passiert, denn er hat ja nun wirklich lange genug pausieren müssen. Aber, und das finde ich sehr gut, er hat es nicht übereilt, sondern er kuriert erst einmal seine Verletzung aus. Noch ist er nicht 100%, aber das ist die Prognose momentan. Also zurückkehren wird er allemal. Frage ist natürlich nur, wann. Da freuen wir uns natürlich schon. Und dann sollte der dann amtierende Intercontinental Champion sich verdammt warm anziehen. Das auf alle Fälle. Ja, und Wildman, der sollte sich auch warm anziehen. Er wird im nächsten Raw, also am Mittwoch, mit einem Mann zu tun haben. Den sehen wir nachher noch. Den Diesel.
Genau, und Sid, er wird nächste Woche auf Goldust treffen. Darauf haben wir schon hingewiesen in Monday Night Raw. Das wird also auch wieder eine super Sendung. Und dann natürlich die ganze Sache um Double J. Also Auflösung gibt's. Oder wollte jemand das Wild Thing nachmachen? Na, zumindest ja, in einer Abart. Nicht schlecht gemacht, aber... Entsteht normaler Moonsault, war das weit hineingesprungen in den Ring. War ja schön durchgeführt. Flog aber meilenweit daneben, muss man fast sagen. Ja, aber ich denke, das war, um Wildman zu zeigen, du, was du kannst, das kann ich schon lange. Aber wir haben das Ergebnis gesehen und die Ausführung. Das hat nichts mit dem fantastischen Manöver von Mark Mero gemein. Ja, und eben diese Kopfschere auch wunderbar gemacht. Ein High Knee Lift noch von Wildman, der eigentlich von Stärke zu Stärke eilt. Er immer mehr Aktionen in sein Repertoire mit aufnimmt. Hier will Leaf Cassidy ausweichen, wohl aus dem Ring raus, aber er schafft es nicht ganz. Wildman nimmt ihn auf den Rücken und wunderschön der Fallaway Slam. Jetzt würde er doch schon günstig liegen für das Wild Thing. Das kannst du auch nicht oft genug sehen, oder? Ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sehen nur, dass es nie daneben geht. Jawohl, da sehen wir Wild Thing diesmal so schön durchgeführt, wie ich selten gesehen habe. Und meine Knie ächzen schon, wenn sie diese Aktion nur sehen. Eine traumhafte Aktion, traumhaft durchgeführt. Und Wildman Mark Mero hat erneut einen tollen Sieg errungen. Aber wir schauen uns dazu auch natürlich noch einmal die Zeitlupe an. Hoffentlich 10-mal Wild Thing hintereinander. Das wäre dann gerade so genug. Das wäre doch mal eine Anregung für die Federation. Die machen doch so gern Videos. Ein Waltzing-Video. Da gibt es auch die passende Musik. Könnten ihm keinen Tipp geben. Einfach ja, fantastisch. Man kann es wirklich nicht oft genug sehen. Und die Fans haben diesen Mann aus Buffalo, New York in ihr Herz geschlossen. Wir auch. Eine ganz tolle Sache. Und das ist... The program last night was absolutely majestic. Indeed, the costumes were so lavish. Quite, and the music resplendent. And the performances were simply astounding. I was swept from the nadir of despair to absolute jubilation. The whole audience was thoroughly delighted. If only the World Wrestling Federation performed every night of the week. The World Wrestling Federation, in a class of its own. Also die Musik stimmt, die Kleidung stimmt auch, die Größe ungefähr. Und wenn man sehr, sehr stark kurz oder weitsichtig ist und die Brille gerade nicht findet, dann mag er vielleicht durchgehen als Kevin Nash, dieser Diesel hier. Aber er ist es ganz klar zu sehen nicht. Aber er ist Diesel und er ist in der World Wrestling Federation. Und das müssen wir nun mal akzeptieren. Jetzt wollen wir doch mal schauen, welchen Matchstil dieser Diesel hier bevorzugt, und es sieht so aus, als kennen wir auch den Stil. Ganz genau, wie schon bei Razor Ramon, auch hier das absolut gleiche Bild, diese vehementen Aktionen mit dem Knie, Clothesline, und jetzt springt er, ja, das sieht alles sehr, sehr bekannt aus. Ja, Big Splash eben, und Aldo Montoya, er muss natürlich versuchen, sich von Diesel fernzuhalten, gar keine Frage, denn was hat er sonst für eine Chance? In puncto Kraft kann er natürlich nicht mithalten. Er muss also versuchen, immer mal wieder so zuzustoßen mit Dropkicks und Ähnlichem. Aber das wird nicht funktionieren, denn hier sehen wir den Sidewalk Slam.
Eine harte Aktion von Diesel. Keine Chance. Oh, aber seht doch, Aldo Montoya hat da Probleme. Kommt überhaupt nicht in dieses Match hinein. Ein sehr, sehr harter, vehementer Kampfstil. Kommt gut zurecht. Whippen. Geht nach unten. Ja, Whippen geht nach unten, aber da ist Aldo Montoya da mit harten Schlägen. Aber auf drei harte Schläge, die kaum Wirkung zeigen, folgt ein harter Tritt und er zeigt sehr wohl Wirkung. Da taucht Aldo schon wieder weg, zweimal sogar. Ein Clothesline. Ja, das ist doch die Art und Weise. Schnell muss man sein, weg vom Mann. Aber fängt sich hier ein Reversal ein. Aber er tritt zu, kann Diesel abwehren. Was zeigt er uns? Eine Flying Clothesline noch, bevor Diesel reagieren kann, das Cover. Also ich muss sagen, Aldo, doch wirklich, er präsentiert sich in toller Form hier. Ja, sah gar nicht gut aus, aber jetzt wurde er wirklich sehr, sehr schnell. Fängt sich hier allerdings das hohe Bein ein. Sehr, sehr schön und geschickt gemacht von Diesel. Dann knallharte Schläge einmal mehr in der Ringecke. Da muss er jetzt den Griff lösen, macht er auch. Diesel lässt sich Zeit. Aldo Montoya krabbelt im Ring herum. Das sind natürlich schwere Aktionen, die er da einstecken muss von diesem absoluten Riesen. Und hier der Ansatz, die Ankündigung zum Jackknife. Kommt auch, streckt Aldo Montoya nieder. Und ganz lässig das Cover her. Ja, und das war's. Das war logisch, dass nach diesem Jackknife Schluss sein würde. Und es ist auch Schluss für diese Woche mit World Wrestling Federation Wrestling. Nächsten Mittwoch, liebe Fans, da sehen wir uns wieder zu Monday Night Raw. Und wir sagen Tschüss, bis dann.